Die Zeichnungsberechtigten aller Beteiligten führen eine Bauabnahme nach den Richtlinien der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, kurz VOB, durch, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Dabei wird ein Abnahmeprotokoll erstellt, das von den Zeichnungsberechtigten unterschrieben wird. Gegebenenfalls sind darin Baumängel festgehalten. Der Meister übergibt die Bauakte mit der vollständigen Projektdokumentation dem Kunden. So müssen zum Beispiel bei KNX-Anlagen die Geräte- und Funktionsliste sowie eine CD mit der ETS-Projektdatei enthalten sein. Nach erfolgreicher Abnahme wird die Rechnung vom Meister erstellt. Alles ist prima, die Rechnung wurde bezahlt. Hätte der Kunde die Rechnung nicht termingerecht bezahlt, müsste leider ein Mahnverfahren eingeleitet werden.